wie wahre Helden eben in einer Scheune übernachten. Nichtsdestotrotz, am nächsten Tage hört ihr das Wiehern von zwei Pferden und eine großspannige Kutsche, die dann vorfährt mit einem Kutscher und Trondvik von Bregelsaum im Inneren gemeinsam mit Adeptus Majo Abel Mirjam Morenis. Oder wie möchte er Ui, reisen? ui, natürlich mit dem Edelmann. Natürlich, in der Kutsche. Wie es sich Natürlich. einem Magier gebührt. Naturellement. Auch Dülemont. Ein paar sehr unausgeschlafene Helden kommen aus der Scheune heraus mit roten Augen. Kiaras geht es nicht wirklich besser. Es sei denn, Eldan möchte da weiterhelfen mit einem ja, weiteren Zauber. Vielleicht kannst du das auch an Abel mir weiter delegieren, aber Kiaras sieht nicht wirklich gesundet aus. Ich stelle ihm meinen Heiltrank auf den Tisch. Das Ja, würde was? Ihr nämlich solltet das auch. trinken. Ja, genau. Es ist kalt und Kiaras hat Kälteempfindlichkeit und bekommt jetzt erst einmal 1W6 SP für die sehr kalte Nacht. Und danach kann er sich einen Heiltrank der Qualität D. D notieren. Den E-Heiltrank kriegt er nicht. Andere haben wir 3W6, nicht. 3W6 plus 6. Ja, ich nick dir zu und nehme den. Hände sind nicht 3W6 komplett plus 6, sagst blau, du? Füße sind nicht mehr 3W6. beweglich. Gibt es in der Kutsche so wie ein wärmende Decken und Ja, warm wärmende Wein? Decken Warm und Wein und Wein ja. von guter Qualität. Aus Punin ist Glühwein. der Wein, weil Trondvik ist natürlich ein, nicht nur Pflanzen, klar, Pflanzenwein, ne, so er ist natürlich ein Weinkenner. Und ja, er hat da auch eine warme Pfeife hat er sich gerade angezündet und freut sich, hat den ganzen Tag dann über, die ganze restliche Nacht noch über Piranha und Xyleste gesprochen. Wenig inhaltlich, sondern nur so ein bisschen vor sich hin hergemurmelt, hat irgendwas von den drei Schwestern erzählt und hat wohl den restlichen Tag, während die anderen draußen waren, hat er wohl noch einige Dinge geklärt in Perikum, damit das keine negativen Auswirkungen auf ihn selbst hat, hat er wohl noch mit dem Markgrafen von Perikum gesprochen. Das ist wohl irgendeine Art Paligan. Und ja, dementsprechend kommt ihr jetzt gerade mit der Kutsche vor der Scheune zum Stehen. Ich Ja, schnell auch. ich trinke den Heiltrank und ich sehe nicht mehr halbtot aus. Ich steige raus und helfe, mach die Tür auf und helfe dem Markgrafen aus der Kutsche, natürlich, wie ich ja gehört. Euer Herrlaucht. Danke, ja, Morenis. Keine Ursache. Ich hoffe, ihr habt ebenso gut genächtigt wie wir. Ah, Also, vorzüglich. wie geht es jetzt von hier aus weiter? Wir sind jetzt wo? In Im Dergelmund. Dergelmund. Der Das anderen da Seite vorne des sind Abhangs. die Trollzacken, ja? Dort Also, hinein werden wir müssen. wohin fahren wir jetzt? In die Trollzacken, euer Erlaucht. Jawohl, ja. Es wird, ich denke, 2 Tage dauern, wenn das Wetter gut bleibt. Monsieur Carinor, ihr seht furchtbar aus. Dankeschön. Wollt ihr nicht in die Kutsche steigen? Eine warme Decke, einen warmen Wein? Das wird euch gut Ich tun. denke, es geht schon. Der Trank hat geholfen. Ihr wünscht. Also gut, dann wir werden uns wieder zurück in die Kutsche zurückziehen. Es ist doch bitterlich kalt. Und ihr geht so schnell, wie es möglich ist, ja? Natürlich. Wir marschieren immer so schnell wie geboten. Natürlich. Warum habe ich denn keine Pferde? Da bin ich Weil wir überfragt. Seemänner sind. Mein Pferd ist tot um Himmels Willen. Hört endlich alle auf, danach zu fragen. Pferde Die kann man kaufen. nächsten 2 Tage werden sehr demütigend. Geras bekommt 2W6 Schadenspunkte durch die Kälte. Und dann erreicht ihr am frühen Morgen den Landeplatz, der immer noch von Untot, ja, gesäumt wird. Auf dem Hinweg kann Jarlan eventuell noch eine Geschichte erzählen, wie er hier mit ein paar Trollen gegen einen Drachen gekämpft hat, oder möchtest du für dich behalten?
Nun seht ihr, das war irgendwo da oben, wenn man hier diesen Weg auf der linken Seite hochnimmt. Wir taten das damals, um nicht so nah ans Wasser zu müssen. Dann kommt man an einem kleinen Höhleneingang vorbei, den kann man von hier unten aus gar nicht sehen. Und wir brachten da die Wagen dran vorbei. Aber die schweren, das ist auch ein bisschen flacher, wenn wir hier unten gleich langkommen. Und, jedenfalls versperrten uns zwei Trolle den Weg. Und die hatten wohl, ich weiß gar nicht, ob sie es riechen könnten. Jedenfalls wollten sie ein Fass von unserem Brandöl abhaben. Und sie brauchten es wohl, um einen Drachen zu töten, so vermitteln sie uns das. Und da wir dieses Brandöl nur nicht uns gehörte, sondern der KGA und wir Sansanin übergeben sollten, haben wir ihnen natürlich gesagt, dass wir ihnen helfen würden, diesen Drachen zu töten. Die also sind Söldner, wir mit den zwei. Die Söldner hören nebenbei auch noch ein bisschen zu und fangen dann auch an, selber ein paar Geschichten zu erzählen, wie sie Seeschlangen besiegt haben und auf Drachen geritten sind und wie sie Galotta in den Arsch getreten haben. Ich kram dann mal die Drachenschuppe raus. Ich murmel vor mich hin. Nie wieder mit Lange. Nie wieder mit Lange. Wir haben ja genug von denen aufgesammelt. Als wir ihn getötet haben. Jedenfalls sind wir mit diesen zwei riesengroßen und wilden Riesen im Grunde in die Höhle gestürmt und haben den Drachen erschlagen. Viel gibt es da nicht zu erzählen. Die beiden waren natürlich eine große Hilfe. Ich meine, die hatten Arme wie Baumstämme. Und dann erreicht ihr am dritten Tage eurer Reise gemeinsam mit den Söldnern diesen immer noch verfluchten Ort. Die schwarzen Trollzacken, die hier unwirsch nach oben sich ziehen und in einiger Entfernung des Wassers die leicht tippelnde Bohnenarche, mittlerweile Perlenwacht geheißen. Ein wahres Ungetüm. Das größte Schiff, was jemals von den beiden erblickt worden ist, gerade für Abelmir. Auch da können die Horasia mit ihrer Kriegskunst, mit ihrer Bauweise von Schiffen nicht mithalten. Jede Schivone würde unter den gewaltigen Kiefern einfach zermalmt werden. Bon Dieu Prios. Diese Monstrum, seid ihr gereist? Diesen Monstrum haben wir gekämpft. Ihr seid mutiger, als ich gedacht habe. Ein niedliches Schiff, oder? Ein hässliches Schiff. Bei den drei Schwestern. Wo ist Piraniane? Gemach. Wir müssen erst einmal hinein. Werde euch dann ungefähr zwei Minuten könnt ihr sehen, wie die Spinne langsam auf euch zugeht. Und euch dann den Eingang zudreht, sodass ihr über die seitlich eingelassene Tür bzw. Pforte in das Innere der Arche vorgehen könnt. Die Maulgrotte selber ist ja jetzt nur noch zum Fressen da und wurde dementsprechend verändert, dass es hier keine Eingänge mehr gibt. Und dann wieder eine Beschreibung. Ihr kennt das ja schon. Diesmal nicht für Adeptus Major Eldan Gorbas, sondern für Abelmir. Denn der war noch nie hier. Ach, ich habe letztes Mal, ich glaube diesmal auf Kervas. Ja. Gut. Nun, was du vor dir siehst, ist ja ein gewaltiges Ungetüm von einem Schiff. Nicht aus geraden und ordentlich gezimmerten Planken, sondern ja, fast gewachsen wie ein Baum. Mit 8 großen, langen, spindeldürren Beinen wie eine Spinne. Entsprechend der frühere Name Gezeitenspinne. Mit denen es auf dem Wasser herumtippelt. Ja, eine gewaltige Maulgrotte in der Front. Und ein Seeschlangenschädel darüber, der als Galionsfigur dient. Darauf kannst du einen Aufbau erkennen, doch nicht viel mehr aus deinem momentanen Blickwinkel. Nun, als du hineintrittst, wird es nicht viel besser. Die Gänge, die du siehst, sind verworren und scheinen ja fast schon unnatürlich gewachsen zu sein. Wie ein Labyrinth ziehen sich die Gänge hier. Und der Geruch ist wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Abgestandenes Salzwasser. Ja, während du durch die Gänge geführt wirst, siehst du nun verschiedene größere und kleinere Räume. Im Unterdeck nicht
viele Bewohner. Doch als wir dann endlich zu den Treppen kommen und hinaufsteigen, ja, siehst du schon etwas belebtere Gebiete mit, ja, Kojen, Leuten, die sich ausruhen. Auch vernünftiger Möbel. Und schließlich kommen wir dann an Deck an. Und hier siehst du viele Soldaten, die Wache stehen mit aufgebauten Geschützen. Und hinter dir, wo die Treppe weiter hinauf geht, ja, siehst du ein Gebilde, das ja doch schon aussieht wie ein Baum. Der Geruch nach feuchtem Holz ist hier oben nicht ganz so stark. Trotzdem kannst du es immer noch unter dir spüren, wenn du auf dem oberen Geschoss der Arche entlang gehst. Nie war der Spruch Holzarbeit passender als hier. Zittern, ächzen, knarren. Pass auf die Käfer auf. Hier oben sollten nicht mehr gar so viele sein, aber... Das wollte ich schon sagen. Ihr habt ein kleines Käferproblem, nicht wahr? Sie sind notwendig. Bestimmt. Auf solch einem Monstrum. Wie schlaft ihr hier in dieser Vorhölle? Unruhig an den meisten Tagen, gar nicht an manchen. Mit Wollknäueln in der Nase. Ihr seid witzig. Greif im Mond. Blutschluck stapft auf dich zu. Aber mir kurz vor dir erkennen einen gewaltigen, thulamitisch aussehenden Chorgeweihten mit wohl einem ehemals gebrochenen Bein. Da wohl mit einer verschiedenen, mit verschiedenen Prothesen hat er danach gearbeitet, dass er das Kniegelenk wieder bewegen kann. Und kommt mit einer bluttriefenden Axt gerade auf euch zu. Was habt ihr getötet? Ich möchte gerne hier bleiben. Wenigstens noch 2 Tage. Ich vermute, die Späher schicken ein paar Untote. Oh. Vielleicht kommt sogar Rassasor selbst. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Was habt ihr getötet? Späher. Die aus der Trollzacken ihr unterstehen. Von dort oben. Ich dachte immer, Untote bluten nicht. Das fetter, feister Oger schon. Wenn noch genug Fleisch an ihm hängt. Rondra, hilf. Ihr hattet also einen Spaß. Oh. Abschlachten. Ihr kriegt einen, damit Karino sich ausruhen kann, dann legen wir ab. Oh. Wir sollten nicht zu lange bleiben, nicht, dass wir verfolgt werden. Oh yeah. Wie gesagt, er kriegt einen Tag, die neuen Söldner können sich eingewöhnen und ihr euch ausruhen. Ei. Euer Wohlgeborin? Piraniane, wo ist sie? Richtig, euer Loch, wenn ihr mir folgen möchtet. Ja, ich folge euch. Da werde ich nicht dabei sein. Oh, du Glücklicher. Dann geht's erstmal ins erste Stockwerk des Brückenturms. Ja, da kannst du gerade sehen, wie Hidal auf dem Boden der Arche sitzt und ein paar Käfer hat er wohl den Kopf abgeschnitten mit einem kleinen Taschenmesser und malt gerade mit den Sekreten eine Zeichnung auf den Boden. So irgendwie ein paar thulamitische Schriftsachen und wie ein Kind mit Kreide eben malt er gerade mit abgeschnittenen Archenkäfern. Hidal, guck dich. Lass das. Die Käfer sind nicht zum Spielen da. Er läuft die Treppe nach oben. Oh, der Güte. Euer Lord, ich muss euch warnen, es könnte euch schockieren. Was? Eure Töchter sind einen Raum weiter oben, aber wie ich bereits sagte, sie sind an das Schiff gebunden. Ich spüre eine Präsenz. Vater? Piraniane! Ja, Trondwig wenn er jetzt losläuft. Treppe nach oben. Genau, ich lasse ihn gehen, aber bin hinter ihm. Fang ihn auf, wenn er umfällt. Das habe ich vor.
Wenn ihr die Treppe nach oben geht, könnt ihr sehen, wie wohl Piraniano mit schmerzverzerrtem Gesicht gerade gegen ihre Schwester kämpft. Ein geistiges Duell, was gerade ausgefochten wird, und während Trondvik entgeistert mit heulendem Gesicht vor seinen beiden Töchtern steht, könnt ihr sehen, wie sich der schwarze, triefende Holzbaum mit den verstorbenen Ästen nach unten beugt und die Äste wie messerscharfe Dornen, Dolche nach unten, Millimeter für Millimeter sich neigen, um den Vater in Scheiben zu schneiden. Ahmad, unterbinde das. Ahmad gibt ein paar kurze Befehle und Xyleste muss gehorchen. Ich rufe oder donnere mal die Treppe runter. Kohlrab! Ich brauche hier oben mal. Ja, einiges Getrappel von Stiefeln. Wie sieht's aus? Ist Abel mir auch dabei? Ui. Ui, alles klar. Wir befinden uns gerade auf der anderen Karte. Ja. Ziehen wir dich einfach mal nach oben. Kiaras ist nicht dabei. Was ist mit Eldan? Ja, nein? Gerne. Gerne. Und dann kommt Magistra Kohlrab ebenso nach oben. Verzeiht, dass ich euch so grob rufen muss. Könnt ihr wohl Xyleste ein wenig beruhigen? Somnigravis geht sie auf Xyleste zu und legt dann einmal die Hand an die Schläfen und die Bäume, der Baum, abgestorben, wird dann langsam mit dem Wind wieder nach oben getragen, sodass sie dort immer noch tot wieder herabhängen, aber nicht mehr so bedrohlich aussehen. Vater, du hier? Auf diesem Schiff? Hilf mir! Piraniane, was ist hier los? Warum? Er schaut sie an und sieht, wie sie eben mit der Eiche verwachsen ist, mit dem Holz, und wie sie gequält wird. Ihre Augen teilweise auch bräunlich unterlaufen und die Dämonenarche gerade gegen den Steuermann oder die Steuerfrau kämpft. Was ist das hier? Holt sie da raus! Das geht nicht so einfach, euer Gnaden. Euer Erlocht. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt wohl eine Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, etwas mehr als 65%, dass diese Operation etwas wird. Ich lege mal die Hand auf die Schulter. Was? 65%? Ja. Wieso? Was? Wieso Prozent? Sie meint damit knapp die Hälfte. Nein, warum? Wieso nur für... Ihr müsst doch... Mein Gott, was ist mit dir passiert, Piraniane? Ich wurde entführt. Aus Pereine Furten. Und an diesen Baum gebunden, zu Xyleste. Warum lebt Xyleste noch? Ich weiß es nicht, Vater. Ich kannte sie bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Habe erst hier von ihrer Existenz erfahren. Das kann nicht sein. Doch, Vater. Herr Locht. Ja. Wir arbeiten daran. Magistra Kohlrab und mein Adeptus Eldan hier sind sehr kompetent, aber es braucht Zeit. Was? Ihr habt sie gefunden, aber ihr solltet sie mir zurückbringen. Das werden wir als bald möglich. Er schaut den Magister Kohlrab an. Was braucht ihr? Bekommt alles, was ich euch geben kann. Nun, wohl Zeit und etwas Ruhe und höchstwahrscheinlich Festung. Beziehungsweise die Nähe zu diesem Hafen würde wohl Sinn machen. Dann fahren wir Festum an. Jetzt, holen wir meine Töchter dort raus. Das lässt sich sicherlich anrichten. Ich werde euch dann erst einmal mit euren Töchtern alleine lassen. Damit gehe ich runter, wenn sonst niemand mehr was zu sagen hat. Und pfeif mal alle anderen hinter mir her. Inklusive Ahmad.
Achmat, ja, Achmat bleibt mit Trondvik oben und als Rondra-Geweihter wird er selbstverständlich ein Schweigen wahren. Dann könnt ihr euch unten hinquicken. Hilal ist irgendwo runtergelaufen, der spielt jetzt hier gerade an den Abonnagen. Kohlrab sagt mir, wie lange braucht ihr in Festum? Wie lange schätzt ihr? Müsst ihr längere Studien durchführen oder nur einige Bücher einsehen? Nun, wenn ich in Festum bin, einige Vorbereitungszeit, einige Reliquien, wenn ich so sagen möchte, ein paar Desiderate und dann einen Tag hier vor Ort, um diese Abschwörung zu beginnen. Nach einem Tag habe ich sie, wie gesagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 65%, mehr kann ich nicht zusichern, habe ich sie hier raus. Das ist nicht genug. Mehr kann ich euch nicht geben. Was passiert? Ich weiß. Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Wenn diese Abschwörung nicht funktioniert, dann verlieren wir sowohl die beiden Steuerfrauen. Nun ja, ich glaube, der Satz ist zu Ende. Dann verlieren wir die beiden Steuerfrauen. Und damit die Arche. Nun ja, die Arche verlieren wir vermutlich so oder so. Ich kann nicht einfach ein paar, weiß ich nicht, neue Steuermänner hineinbinden. Wie stellt ihr euch das vor? Ich weiß nicht, wie ich es mir vorstelle. Ihr seid die Magierin. Nun, meine Aufgaben widmen sich der Entschwörung bzw. des Herauseisens dieser beiden Töchter. Das wird mir wohl gelingen, aber ich kann keine neue Steuermänner in dieses Schiff hineineisen. Dafür bin ich nicht hier und das werde ich auch nicht tun, selbst wenn ich es könnte. Natürlich nicht. Das wäre ja nicht sehr göttergefällig. Nichtsdestotrotz. Diese 65 von 100 Wahrscheinlichkeit, geht die für eine oder für beide? Ich vermute, dass Xyleste so oder so sterben wird, aber wenn wir Glück haben, dann wird sie vielleicht überleben. Ihre Verholzung ist doch etwas weit fortgeschritten. Und ihre Seelen? Ihre Seelen? Nun ja, wie gesagt, wenn sie bei dem Versuch sterben sollten, werden sie höchstwahrscheinlich in die Niederlande gerissen. Wenn sie bei dem Versuch nicht sterben, dann, naja, leben sie weiter. Ist das wert, für dieses Monstrum zwei Seelen zu gefährden? Was für eine Wahl haben wir? Sie können nicht dort bleiben. Und die Arche muss vernichtet werden. Mit ihnen oder ohne sie. Nehmen wir an, dass die Arche während eines Gefechtes stark beschädigt wird. Ich einfach einmal angenommen gegen eine andere Dämonenarche. In einem Kampf. Dann, wenn die Arche vergeht, dann vergehen auch die beiden Schwestern mit ihr. Dann habe ich keinen Tag mehr Zeit, um sie auszuweisen. Das heißt, entweder wir werden die Arche jetzt weiter benutzen und mit ihr vielleicht einige Siege einfahren, oder aber wir beenden das Spiel jetzt und hier. Lassen die Arche führerlos, ohne Steuerfrauen, in Festum entschwören und beenden den Spuk. Das können wir nicht. Ich bin, wie gesagt, nur hier, um meine Fähigkeiten in den Pool zu stellen und wenn ihr sie nicht nutzt, dann ist das etwas, was ich absolut verstehen kann. Aber ihr als Kapitän und auch vielleicht oben der Steuermann, der Rondra-Geweihte, wird wohl diese Entscheidung treffen müssen, können, dürfen. Ich biete euch nur an. Es gibt keine Möglichkeit für den Praios Geweihten, die Seelen zu retten? Das Schiff ist mir egal. Die Möglichkeit einer Seelenrettung bestände natürlich. Ich vermute, das würde ähnlich ablaufen wie die Sache vor ein paar Tagen in Kuntium. Ihr erinnert euch, Jalan. Man wird hier keinen Pakt brechen müssen, aber es wird wohl ähnlich ablaufen. Wenn die beiden Schwestern in einem Praios heiligen Feuer verbrannt werden und sie währenddessen nicht von unheiligen Kreaturen angegriffen werden, dann sind ihre Seelen gerettet. Aber auch das Schiff ist verloren. Und das wird seine Erlaucht wohl kaum zulassen. Ihre Seelen sind gerettet. Ihr Körper ist egal. Nicht für unseren Gast, dem wir, wie ich euch erinnern darf, einen Gefallen schulden.
Habt ihr ihn gefragt? Nein, ich nehme es an. Ui? Nichtsdestotrotz, die Arche zu vernichten ist im Moment sowieso keine Option. Wir müssen uns aber überlegen, wann dies zur Option wird. Denn ewig können wir auf diesem Schiff ganz sicher nicht verweilen. Tronzig läuft die Treppe hinunter mit einem verheulten Gesicht und ja, rennt weiter die Treppe runter. An euch vorbei. Kokora noch kurz an. 65 sind nicht genug. Dann in die Magierrunde. Überlegt euch etwas. Oder überlegt euch wen. Da war doch dieser Ptolemide. Eldan, ich habe euch von ihm erzählt. Vielleicht kann der uns helfen. Yes. Und dann hinter Tronzig her. Keras, was möchtest du tun? Ich bin in mein Quartier gegangen und bin einfach rumgefallen und wach wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf. Schlafen. Ja. Yeah. Durchgefroren. Ja. Yeah. Scheiß Nordlande. Okay. Und ich leiste einen Schwur, ich werde nie wieder nach Norden fahren. Und wenn wir es tun, dann verlasse ich garantiert niemals dieses verdammte Schiff. Aber der wird sich im Jahr des Feuers freuen. Als Jalan die Treppe nach unten stürzt, um Trondvik zu suchen, kannst du erkennen, wie unten im Treppenhaus dir gerade Elysia nicht entgegenkommt, aber sie steht so ein bisschen angelehnt mit der Schulter an eine der Türen und mit suchendem Blick suchst du dann, wie gesagt, Trondvik, weiß nicht genau, wo er verschwunden ist. Elysia schaut dich feixend an. Seid ihr nicht tot? Ich sehe doch recht lebendig aus, oder nicht? Ich wurde von Ephadarius ganz, eingesperrt im Inneren der Arche und konnte mich leider nicht bewegen, aber ich lebe noch. Aber etwas anderes. Ich kam nicht umher, um eure Unterhaltung mitzuhören. Verzeiht mir, dass ich gelauscht habe, aber die Neugier liegt uns Hexen im Blut. 65%. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Chance erhöhen? Und wie? Mit einem Gespräch mit einem anderen Archenkapitän. Wobei ich ihn nicht wirklich als Kapitän klassifizieren möchte, sondern eher als... ein Baron ist er auch nicht. Nennen wir ihn einfach Besitzer, als Archenbesitzer. Ich zieh mal sehr verdächtig das Auge zusammen. Ihr müsst gar nicht so seltsam schauen. Von wem spricht ihr? Was wisst ihr über die Archen? Woher wisst ihr das? Wie bitte? Was wisst du über die Archen? Also, nun ja, wie ging alles los? Sie wurden gerufen. Gerufen? Woher? Rindigion wusste das irgendwo vor Maraskan, glaube ich. Sie tippt sich so ein bisschen auf die Nase. Weiter. Spielt keine Ratespielchen mit mir, worauf wollt ihr hinaus? Wie viele Schiffe waren es? 3, denke ich. Das heißt, wir haben jetzt 3 Stammexemplare, die hier auf der blutigen See umherfahren? Du fühlst dich gerade so ein bisschen verarscht und du merkst, wie deine Wut bzw. deine Rachsucht getriggert wird, wenn sie dich gerade vorführt, als wärest du immer noch in der Preiaustagsschule. Na, vermutlich eher die Arroganz, aber gut. Hört mal, ich bin kein Gelehrter und ich bin nicht dafür da. Spuckt es endlich aus oder lasst es gut sein? Die anderen 3 Magier können das natürlich hören. Und ich vermute, wenn sie das hören, ist wie gesagt nur ein Stockwerk darunter, können sie auch nach unten kommen.